YouTube machen. Ne? Ich muss noch für von gestern Ronin den Rest vorbereiten. Ich habe schon also hochgeladen heute Morgen. Muss nur noch das Thumbnail und sowas fertig machen, aber dann kann ich hier nämlich auch alles vorbereiten. Dafür ist das mit dem Marker mal leichter, brauche ich nicht so lange suchen. Ja. Ich hätte bei Outlast auch noch einen Marker setzen sollen, bevor ich angefangen habe. Aber egal, das krieg ich relativ schnell hinterhergeschnitten. So, Final Fantasy 3. Deutsch ist gut, Schriftart arrangiert ist auch okay für mich, das ist alles okay. Booster ging, glaube ich, hinterher wieder über das Spiel selbst, ne? Oder. Ja. Okay, komm, wie war nochmal die Namen? Also, der eine sollte Siguna heißen, das hab ich mir gemerkt. Aber wenn die Namen zu scheiße sind, behalte ich mir halt recht vor, was anderes zu nehmen. Komm, wie soll der blaue heißen? Oder der zweite ist egal. Nehmen wir mal jetzt den blauen. M. Davis, ja, meinetwegen. Oder reicht einfach nur Davis? Ja, komm, mach mal anders. Warte mal, vielleicht geht das. Blöde Kuh, ey. Der dritte? Also, aber wenn wirklich zu bescheuert ist, weil ich werde recht vor, die anders zu benennen. Ich bleib dabei. Aber M-Punkt Davis, also M-Punkt Davis fand ich jetzt besser als M Davis. L-Box? Wieso? Wofür ist denn jetzt das L? Wofür soll denn das L stehen? Oh, ich glaube, ich weiß, wie ich die vierte nenne, aber sag erstmal deinen Vorschlag. Ricky? Okay, ich hätte jetzt einfach. Weißt du, was ich jetzt genommen hätte? Ich hätte jetzt Murray genommen. Ja, Murray. Einfach nur Murray, weil ich jetzt gerade an Sally denken musste. Also, Ricky oder Murray? Ja gut, dann halt Ricky. Aus Gründen, wieso wegen Murray? Was aus der Prophezeiung der Gul'Gana? Die Erde wird erzittern wie nie zuvor. Rumpel, rumpel, rumpel. Ja, mein Gott, da hat Titan halt einen abgelassen, ne? Sie wird die Kristalle, den Quell unseres Lichts verschlingen und abscheuliche Kreaturen hervorbringen. Doch das ist bloß der Anfang, okay? Ja, Murray. Im Vergleich zu dem, was darauf folgen wird, ist es nichtig. Ich bin Murray oder so ähnlich. Hier von Monkey Island. Eine Tragödie unbekannten Ausmaßes, tiefste, dunkelste Trauer, doch die Hoffnung ist nicht völlig verloren. Okay. Denn vier reine Herzen wird das Licht sich offenbaren. Es wird der Anbeginn von allem sein. Oh. Vier junge Waisen, großgezogen vom ältesten Topapa im Dorfe Ur, zogen aus, ihren Mut zu beweisen. Sie erreichten die Höhle, die bei den großen Erdbeben entstanden war, dort, wo der Kristall einst gestanden hatte. Das Beste an Ur ist ja, ich habe früher, letztlich gleich, in ihren Augen brannte die Neugier, in ihren Herzen die Abenteuerlust und im Arsche die Chilischote. Ich habe das Loch überhaupt nicht gesehen. Und jetzt? Ob es schlau ist, sich so weit vorzuwagen? Naja, irgendwo müsst ihr ja gehen. Du wolltest doch diese Höhle. Was? Du wolltest diese Höhle doch erforschen. Jetzt stell dich mal nicht so an. Statt euch zu streiten, solltet ihr lieber mal den Ausgang suchen. Okay. Also ich habe damals als Kind, und heute spiele ich auch noch relativ gerne, Civilization gespielt. Und wenn du da als Babylonier spielst, dann ist die Hauptstadt ja Babylon. Und die zweite Stadt, die du mit denen gründest, war damals Ur. Du.
Was waren das denn bitte für Wesen? Keine Ahnung. So langsam bereue ich die Idee, hierher gekommen zu sein. Boost. Vierfach. What? Nullfach, genau. Vierfach. Alles vierfach. Muah. Hat er genommen? Jo. Ich werde der Übermensch sein. Ein Lederschild. Was ist? Der Felsen da vorne sieht irgendwie komisch aus. Jetzt, wo du sagst. Bing! Noch ein Lederschild. Die Altarhöhle. Ein Arktiswind. Was? FF3 war nicht die Offenbarung, aber es hatte meiner Meinung nach schon viele coole und kreative Ideen. Was aber noch negativ hängen geblieben ist, ist, dass sich dauert dazu. Was? Dazu zwingt, bestimmte Job oder Status zu benutzen. Ich glaube, das ist aber dann nur hier in der Originalfassung so, oder? Weil. Wenn ich mir jetzt das Remake auf dem DS angucke, das hatte ich, glaube ich, nicht so ganz krass dazu gezwungen. Allerdings habe ich da auch irgendwann gescheatet und habe mir da Gott weiß was für EP-Boost geben lassen. Weil ich war irgendwann, guck mal eine Quelle, ich war da irgendwann in dieser Großstadt, wo ja dann nur diese vereinzelten Wälder, wo man gegen Garuda kämpfen muss. Und dafür war ich so unterlevelt, also ich habe immer auf die Schnauze gekriegt von Garuda. Und das hat mir aber mit dem Leveln zu lange gedauert, das habe ich da irgendwann gescheatet. Ich kenne das DS-Remake nicht so, aber das haben sie ja nochmal stark verändert. Ja, das war ja so ein bisschen enhanced, dadurch auch der Schwierigkeitsgrad angepasst. Da war etwas leichter, glaube ich, als das Original. Und auch etwas andere Story, ne? Die Charaktere haben ganz anders miteinander interagiert. Und ich glaube, man ist auch nicht sofort mit allen vier gestartet, sondern hat die nach und nach gekriegt. Das haben sie ein bisschen angepasst. Warum leuchtet das Wasser so? Lass uns einfach mal einen Schluck probieren. Na, ich weiß nicht. Ich meine, ich habe nichts dagegen, dass man den Schwierigkeitsgrad ein bisschen anpasst. Weil wenn du überlegst, damals, die RPGs waren schon hart. Ich meine, guck dir nur Breath of Fire 1 an. Ne, wenn du da loslegst und du kriegst vom ersten Gegner quasi schon direkt Wimse. Ne, also, dat, ganz ehrlich, ich glaube... Die hier von FromSoft, die hinterher Dark Souls gemacht haben, die haben damals diese RPGs, diese frühen RPGs geliebt und mussten sich daran erinnern, in 2 ist es noch nicht so schlimm, in BOF 1 fand ich jetzt ein bisschen schwieriger beim ersten Gegner. Na, auf jeden Fall müssten die sich daran erinnert haben, dass du da direkt in diesen RPGs beim ersten Gegner direkt die Prügel deines Lebens kassierst und haben sich gedacht, weißt du was, das können wir auch und wir machen es noch schlimmer, wir rächen uns. Wobei, ich muss zugeben, Final Fantasy 3 hat eine der geilsten Boss-Mucken überhaupt. Ich liebe die. Und wenn du hier mein Video von Irizia gesehen hast, hast du ja auch gesehen, dass ich damit auch eine ganze Menge gespielt habe. Was wird das? Eine boshafte Macht greift die Gruppe an. Boah, ich liebe diese Musik. Ich muss mir ein bisschen lauter machen. Was? Jedes dieser RPG startet mit Grind und später ist es dann in Ordnung. BOF 2 hat es halt erst später vor Techwoods, wenn du kurzzeitig allein bist. Ja, das stimmt. Das ist richtig fies. Vor allem, weil diese komischen Pflanzen, ich habe vergessen, wie sie hießen, ihren Sweet Breaster haben, womit du auch noch einpennst. Weißt du, du bist alleine und die schläfern dich ein. Das Boss-Team ist so geil. Mm-hmm.
leider schon wieder vorbei. Ich habe damals für irgendein altes RPG-Maker-Spiel habe ich diese Bossmucke sogar genommen. Die habe ich dafür benutzt, weil ich das so geil fand. Und die MIDI-Datei, vielleicht habe ich die auf dem Rechner, wenn wir nachher fertig sind, kann ich die ja mal anmachen. Das ist dann wirklich so dieses... Das ist dann so ein Geklatsche da im Hintergrund. Die Harpien, die heilen, yo, das ist auch fies. Also wenn du alleine bist in Breath of Fire, egal welcher Teil, ist das scheiße. Wobei, Teil 1 macht das ja in dem Moment noch fair, du hast den Erdschlüssel ja relativ schnell. Ne, ich meine, und mit diesem fixierten Schaden. Ne, das macht es dann wieder ein bisschen fairer, aber davor, bis du diesen scheiß Erdschlüssel hast, ne? Was? Als ich mit meinem Freund BOF 2 gespielt habe, war es der einzigste unangenehme Punkt. Ja, das ist auch wirklich so, das ist echt scheiße. Ich kenne das selber noch, ich habe das Spiel ja oft genug selber gespielt. Können wir auch mal machen hier im Stream. Ne, Breath of Fire 1 haben wir ja gemacht, Breath of Fire 2 können wir auch mal machen, dann Breath of Fire 3. Und 4 muss ich gucken, müsste ich auch haben. Also noch, irgendwie eine spielbare Fassung. Können wir auch alles mal machen. Der Kristall beginnt zu leuchten. Ihr seid die Auserwählten. Das Ding kann sprechen. Das wenige Licht, das noch in mir weilt, soll euer sein. Es ist der einzige Weg. Denn empfangt ihr es nicht, wird es für immer schwinden und das Gleichgewicht der Welt aus den Fugen geraten. Dann hätte der ganze Albtraum hier ein Ende. Vielleicht sollten wir uns das Ganze noch mal überlegen. Empfangt das Licht und mit ihm die Kraft der Kristalle. In euch ruht die Hoffnung dieser Welt. Lasst nicht zu, dass sie vernichtet wird. Bau bloß keinen Druck auf, oh komischer Geist des Kristalls. Das sind 4 Kinder und du erwartest, dass sie die Welt retten. Sonst noch Wünsche? Ja, eine große Pommes Mayo vielleicht. Die Gruppe wird in ein Gleisen gehüllt. Das Boss-Team Battle 2 und das Overworld-Team Eternal Wind sind die 2 Megatracks, die mir hängen geblieben sind. Battle 2, yo, Eternal Wind, muss ich gerade passen. Aber gleich, wenn ich jetzt höre, erinnere ich mich bestimmt. Das Licht offenbart den 4 Freunden seine Weisheit, seine Kraft. Sein Glanz lässt die Hoffnung und Stärke schöpfen. Was? Ach, lässt sie. Und so fassen die 4 den Entschluss, die Dunkelheit aus der Welt zu vertreiben und ihr das Licht zurückzugeben. Naja, Entschluss kann man nicht nennen, der Kristall zwingt sie. Wirst du dann hören, ist ein langer Track, also nimm dir Zeit. Okay, nee mit E. Es ist der Beginn einer langen Reise. Boah, wenn ich überlege, was Krieger, Mönch, Weißmagier, Schwarzmagier und Roadmagier stehen denn nun zur Verfügung, okay? Wenn ich überlege, dass bei den Olympischen Spielen damals in Japan, in Tokio da, 4 Videospielmucke genommen wurde. Darunter auch das Main-Team Final Fantasy. Und was auch richtig geil war, ich weiß nicht welches Team das war, aber da wurde von Ace Combat 5 First Flight reingespielt. Und das Lied ist auch so geil. Muss man suchen, Ace Combat 5 First Flight. Geht ab. Geht so ab, das Lied. Das ist eigentlich ein Remake oder Remix von Invisible Fleet aus Ace Combat 4. Aber voll geil. Das Rearrangement ist mega. First Flight. Das magische Siegel hinter mir wird euch zurück nach draußen führen. Viel Glück auf eurem Weg, o Krieger des Lichts. Du, 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 du. Sigune digitiert zu Krieger. Scheiße, das musste jetzt sein. Ich wollte jetzt eigentlich für die anderen 3 auch noch machen, aber der Game ist beim ersten Mal eigentlich weg. Guck mal, ältester Topapa, ich habe in der Höhle meine Hose verloren. Jetzt bin ich ein Krieger. Wo seid denn alle? Juhu, guck mal, was ich kann. Ich kann den Spagat. Guck mal, ich kann den Spagat. Ja, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, doch, so ein bisschen drauf geachtet.
Ich glaube, der ist weiterhin ohne Bewaffnung am stärksten, der Mönch. Der kriegt nichts. What the fuck? Wieso habe ich zwei Messer? Ist auch egal. Er kann doch ruhig zwei Messer haben. Erstmal, ich kann immer noch, ja, kann ich nachher mal machen. Wieso habe ich vier Messer im Inventar? Achso, ja, von gerade noch. Ja, ja. Das hat dieselbe Magiesystem wie in Final Fantasy 1? Jo, gut, dass du das mit dem Rennen, warte mal. Da habe ich nämlich jetzt gerade gar nicht mehr dran gedacht. Die Ältesten erwarten euch drin. Dan hat gespürt, was euch widerfahren ist. Er hatte schon immer eine sehr spirituelle Ader, okay? Ich habe gespürt, was euch widerfahren ist und es den anderen berichtet. Geht zu Topapa, er hat euch etwas Wichtiges mitzuteilen. Okay. Und hier dasselbe oder was kann das hier? Achso, okay. Boah, Gott sei Dank gibt es dieses System nicht mehr. Der Dorfälteste Topapa. Er hat die vier Freunde wie seine eigenen Kinder großgezogen. Topapa, wir... Ich weiß, meine Lieben, ich weiß. Wer hätte gedacht, dass ihr die vier Auserwählten seid? Gott, was eine Aufzählung. Sigune, M. Davis, L-Box, Vicky. Doink. Ihr müsst wissen, dass die Wahl nicht zufällig auf euch gefallen ist. Es war euer Schicksal, die Kräfte des Kristalls zu empfangen. Ach ja, warum? Lasst sein Licht in euren Herzen nicht ungenutzt. Brecht auf in die Welt und befreit sie von der Dunkelheit. Und bringt Pommes mit. Die gutherzige Nina. Sie war den vier Freunden stets wie eine Mutter. Hoffentlich stößt euch auf eure Reise nicht zu. Passt bloß gut auf euch auf. Der weise Homak, einer der Dorfältesten. Um die Kräfte, die der Kristall euch gab, vollends zu nutzen, muss euer Herz am rechten Fleck sein. Okay, weißt du, was am linken ist? Worauf wartet ihr noch? Brecht auf, meine Lieben! Und denkt an die Pommes! Die rechte Kerze ist in Wirklichkeit ein Hebel, der einen Geheimgang freilegt, okay? Cool! Ich find's nur ein bisschen gruselig. Also, warte mal, das Haus hier, das passt hier noch, aber... Wieso? Nein, ist auch egal. Langschwert, scheiße. Lederrüstung, scheiße. Dolch, scheiße. Vita, okay. Lederrüstung, fuck. Wofür habe ich den ganzen Scheiß hier gekauft? Na. Hätte ich mal vorher geguckt, wa? Na, ist egal. Ich habe ja genug Knatter mit vierfach Geld. Was? Njom, njom. Oh, hallo.
Hallo, schöne Frau. Ich will auch Blumen. Ich pflück hier Blumen. Ja, mir auch. Njum, 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 njum. Oh, alte Schabracke. Ihr seid wahrlich nicht auf den Kopf gefallen, mich hier zu finden. Als Belohnung sollt ihr meine Potions erhalten. Sie sind dort unten im Brunnen versteckt. Gib's zu, die sind hier runtergefallen, du doofe Kuh. Potion. 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 Yay. Njum. Njum, njum, njum. Njum, njum. Bedenke, dass man im Original FF3 keine Phönixherren kaufen konnte. Ja, ich weiß, dafür gab es ja damals diese, die Kirchen und sowas. Damals waren ja Spiele noch ganz anders als heute. Was meinst du, warum es bei mir in Irizia eine Kirche gibt? Einerseits einfach aus ästhetischen Gründen, aber ich wollte tatsächlich auch dieses System da wieder einbauen irgendwie. Ah ja, ist ja gut. Du willst kurz Mucke hören, dann kann ich ja mal kurz am Handy checken. Das Stück kommt mir so bekannt vor, als ob ich das in einem anderen Teil auch schon mal gehört hätte, so oder so ähnlich. Hilfe! Oh, verzeiht, ich dachte, ihr wärt ebenfalls Geister. Ich bin ein Reisender aus dem Westen und wollte in der hiesigen Herberge einkehren, aber dort spukt es, glaubt mir. Oh ja, stimmt, da war ja was mit Gin. Ja, ich wollte gerade sagen, das kam mir nämlich direkt so bekannt vor. Mit einem Mistelring hier aus Kasus könnte man den Gin wieder bannen. Und eben das wollte der verflixte Kerl verhindern, als er unser Dorf verfluchte. Tag auch, ich bin Sid aus Kanaan. Und dann wollte ich eigentlich wieder zurück, aber ein riesiger Felsen blockiert den Weg durch das Nelftal. Also nahm ich mir vor, in der Herberge abzusteigen und dann ist das hier passiert. Was meint ihr, Leute? Ich leuchte mein Luftschiff und ihr holt mich dafür aus dem Schlamassel raus. Ist das ein Angebot oder was? Yay! Sid verrät der Gruppe, dass ein Luftschiff im Sand der westlichen Wüste verborgen liegt. Warum sind die eigentlich immer im Sand verbuddelt? Das Erdbeben von neulich hat den Djinn geweckt, den man vor langer Zeit in die versiegelte Höhle sperrte. Seht euch nur an, wie bleich ich bin. Nicht zum Aushalten. Wofür habe ich mich täglich in der Sonne gebräunt? Weiß ich auch nicht. Es ist schon etwas her, da wurde in Kasus ein Mithril-Ring für Prinzessin Zara aus Schloss Sassune angefertigt. Wenn man den hätte. Autsch! Ja, nochmal Autsch. Autsch, Madautsch. Luftschiff ist im Sand, aber kann nicht auf dem Sand landen. Ja, so ungefähr. Die Effekte sind ja schon nett. Der Fluch des Djinns hat alle Dorfbewohner in das hier verwandelt. Ja und? Das heißt, du verkaufst nichts oder was? Ach du Arsch. Ja, jetzt hat er uns zwar gesagt, wo sein Schiff liegt, aber die Schlüssel hat er uns nicht mitgegeben, der Idiot. Kurz schließen!
Also ich verstehe das nicht. Was denn nicht? Ja, wir fliegen viel höher als die Berge sind, ne? Jo. Und wir können trotzdem drüber herfliegen. Jo. Warum? Weiß auch nicht. Die Bewohner des Schlosses sind von Djinn in Geister verwandelt worden. Allesamt. Ich hatte Glück und war gerade auf Reisen. Deshalb hat der Fluch mich nicht getroffen. Mit einem Ring aus Mithril könnte man den Djinn bezwingen und den Fluch brechen. Doch die einzigen Leute, die einen schmieden können, die Bewohner des Dorfs Kasus, hat dasselbe Schicksal getroffen wie uns. Ach, wüsste ich doch nur einen Rat. Ja, wo ist die Prinzessin? Ja, weil Berg. Aber der Berg ist noch niedriger, als das Schiff fliegt. Heiliger Pfeil. High Potion. Das ging aber schnell. Ein Falle. No! Oh. Oh, wie tut der mir nicht weh? Das ist eine Mutter Morgana? Wahrscheinlich. Ui. Er wollte mir wehtun. Schlechter, okay. Das klingt nach einer netten Ausrüstung für ihn hier. Oder auch nicht. Was ist ein Schlechter? Ein Schwert, das heilige Kräfte birgt. Bin ich traurig? Ja. Augentropfen, Antidot, Phönixfeder, Bogen, Holzpfeil, yay. Ausruhen, jo. Endlich mal wie eine Prinzessin ruhen. Gruppenkuscheln. Ja, wer weiß, ne? Vielleicht war das Lego-Stecksystem vielleicht auch nicht. Ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Verflucht sei dieser Djinn. Jo, Copy-Paste, wa? Tschüss. Tolle Heilbrunkammer, kann man nicht mehr benutzen. Ja, die sind Geschwister. Stimmt, jetzt wo du dazu sagst. In dem Remake sind es nicht. Da sind da tatsächlich verschiedene. Ich glaube, da nimmt man sogar Prinzessin Sarah mit. Ich weiß das jetzt gar nicht aus dem Kopf. Tonfa, oder mal Tonfa ist. Ich bin der König von Sasune. Wie unschwer zu erkennen ist, bin ich jedoch nur noch ein blasser Teil meiner selbst. Der grässliche Djinn hat alle Bewohner des Schlosses in Geister verwandelt. Und nur wenn es uns gelingt, ihn abermals zu bannen, kann sein Fluch gebrochen werden. Wo finden wir diesen Djinn? In einer versiegelten Höhle nördlich dieses Schlosses. Um ihn zu bannen, wird jedoch ein Ring aus Mithril benötigt. Es heißt, Prinzessin Sarah würde einen besitzen. Das tut sie in der Tat. Die Bewohner von Kasus haben ihr vor langer Zeit einen Mithril-Ring geschenkt. Leider hilft uns das aber herzlich wenig, denn meine Tochter ist spurlos verschwunden. Toll. Womöglich hat der Djinn sie gar entführt. Oh weh, ich mag gar nicht dran denken. Wir werden in dieser versiegelten Höhle jeden Stein umdrehen. Oh, das würdet ihr tun, werte Krieger? Dann wisset, dass es einen geheimen Gang in der versiegelten Höhle geben soll.
Wo genau er liegt, vermag ich nicht zu sagen. Doch angeblich weiß ein Skelett den Weg. Mhm. Ich bitte euch innigst, besiegt den Djinn und befreit mein Volk von seinem Fluch. Nö. Im Westen des Schlosses wird das Schwert schlechter aufbewahrt. Eine heilige Klinge, die von Untoten gefürchtet wird. Leider kann sie aber nur von Rotmagiern geführt werden. Ja, leck mich doch am Arsch. In der versiegelten Höhle wimmelt es von Untoten. Ich frage mich schon lange, ob man ihm mit dem Zauber Vita wohl Schaden zufügen kann. Ah, das meintest du gerade mit. Es wird erwartet, dass man bestimmte Klassen und so hat verwendet. Ja, pass auf, warte, ich habe ja eh noch keine Schwarzmagie, ne? Das wird noch schlimmer, okay? Verfluchte Münzen wird immer besser. Double Level Gain. Ja, toll, oh Mann. Gott sei Dank habe ich ein Antidot dabei. Antidot hilft in der Not. Darf jetzt halt nur nicht nochmal vorkommen, weil ich nicht mehr so viel MP habe auch. Oh, hallo. Ich bin Zara, Prinzessin von Sasuna. Euer Hoheit, was macht ihr hier? Meinem Volke helfen, denn nur ich bin dazu noch in der Lage. Mein Mithril-Ring hat mich vor dem Fluch des Djinns bewahrt. Bis hierher bin ich gekommen, doch nun versperren mir Monster den Weg. Dieser Ort ist viel zu gefährlich für euch. Ihr solltet unverzüglich auf das Schloss zurückkehren. Nein, ich werde meine Pflichten erfüllen. Und wenn ich es alleine tun muss. Und tschüss. Wolltet ihr es euch nicht noch einmal überlegen? Mein Entschluss steht fest. Und ihr tätet gut daran, mich zu begleiten. Ohne meinen Mithril-Ring wärt ihr dem Djinn sowieso nicht gewachsen. Dann bleibt uns wohl keine Wahl.
Ach, bevor ich es vergesse, wenn ihr etwas mit mir bereden wollt, drückt einfach die ZL-Taste. Und jetzt lass uns aufbrechen. Was kannst du denn so? Ich bin Sarah und wer bist du? Mein Name ist Sigune. Sehr erfreut. Der Djinn herrscht über das Feuer. Vielleicht regiert er empfindlich auf Eis. Ich muss den Djinn in meinem Ring bauen. Bitte führ mich zu ihm. Ich bin einfach nicht mehr weitergekommen. Zum Glück seid ihr aufgetaucht, sonst hätte ich mein Ziel vielleicht nie erreicht. Ah, okay, da unten ist Djinn schon. Ich wollte gerade sagen, wie viele Etagen hat das Ding denn hier? Na, der Sigune-Moment. Nicht schon wieder vergiftet, aber wenigstens hat sie noch ein paar MP. Der Djinn! Oh, erfüll mir drei Wünsche! Bleib zurück, ich werde ihn mit meinem Ring bannen. Abracadabra. Der Ring zeigt keine Wirkung. Hahaha, dieser Ring kann mir nichts mehr anhaben. Die Dunkelheit ist mein Verbündeter und sie ist stark geworden über die Jahrhunderte. Der Djinn greift an. Wusch. Nein! Okay, das war's schon. Jetzt Prinzessin Sarah, solange der Djinn geschwächt ist. Prinzessin Sarah hält den Mithril-Ring in die Höhe. Als die Kraft des Rings ihn erfasst, löst sich der Djinn in Rauch auf und wird ein weiteres Mal in die Höhle gebannt, okay? Hab vielen Dank. Ohne eure Hilfe hätte ich es nicht geschafft, den Djinn ein weiteres Mal zu bannen. Jetzt bleibt mir nur noch, den Ring in die heilige Quelle im Schloss Sasune zu waschen, um auch den Fluch zu brechen. Folgt mir, die Kraft des Rings wird uns in das Schloss führen. Und das Luftschiff? Prinzessin Sarah wirft ihren Mithril-Ring in die Quelle. Die Gelegenheit nimmt der Ring wahr und sich versteckte in die See auch. Damit sollte der Fluch des Djinns gebrochen sein. Ohne euch hätte ich es nie geschafft. Vielen Dank. Dann heißt es jetzt wohl Abschied nehmen, denn ich werde den Platz an meines Vaters Seite wieder einnehmen müssen. Liebend gerne würde ich noch weiter mit euch auf Reisen gehen, aber sicher würde ich euch nur aufhalten. Euer Hohlheit. Bitte versprecht, dass ihr mich wieder besuchen kommt, wenn euer Ziel erreicht ist. Ich werde hier auf euch warten, wie lange es auch dauern möge. Wir kommen ganz bestimmt wieder. Sarah hat die Gruppe verlassen. Oh. Tschüss. Ich glaube, das spielen sie in Final Fantasy 9, das Stück, oder?
Und Final Fantasy 7 klingt halt ähnlich. Ihr habt den Djinn gebannt und meine Tochter unversehrt zurückgebracht. Dafür danke ich euch von ganzem Herzen, tapfere Krieger. Lasst mich euch mit diesem Geschenk entlohnen. Vielleicht ist es euch auf Reisen ja nützlich. Ja, stimmt, das klingt wie bei Rufus, die Parade. Ein faltbares Kanu, yay! Erstmal wieder bei der Prinzessin ins Bett furzen. Sicher ist sicher. Ich weiß nämlich nicht, ob die geheilt sind oder nicht. Die Gruppe ist ausgeruht. Boah, ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich mich hier gesoftlockt oder was? Wie gerne würde ich noch etwas mit euch reisen, doch mein Platz ist hier an meines Vaters Seite. Ich würde euch sicher nur zu Last fallen. Ja, wenn du das mal weißt. Leihgaben soll man zurückbringen. Das ist Sid? Gute Arbeit, ich habe immer an euch geglaubt. Und dass mein Luftschiff euch eine Hilfe sein konnte, stimmt mich umso glücklicher. Wäre toll, wenn ihr euch das auch dafür sorgen könntet, dass ich zu meiner Frau nach Kanan zurückkehren kann. Ich zähle auf euch. Sid der Gnome, ja, so ungefähr. Mein Name ist Sid, vielleicht schon mal von mir gehört? Bin ein ziemlich berühmter Luftschiffkonstrukteur. Ich muss zurück nach Kanar, meine Frau wartet da auf mich. Dummerweise versperrt ein riesiger Fels das Nelftal, den einzigen Weg in meine Heimatstadt. Wenn wir den Bug meines Luftschiffs mit Mieske verstärken würden, dann könnten wir den Felsen im Nelftal vielleicht wegrammen. Der Schmied Taka aus Kasus könnte dieser Sache vielleicht helfen. Okay. Ja, die Frage ist jetzt... Warte. Ich hab grad voll die Idee. Thank you.
Ich glaube, ich bleib dabei, der Mönch funktioniert hier wie in Teil 1, oder? Der ist ohne Bewaffnung stärker, oder? Oder ist da dieser Glitch nicht mehr? Doch, eigentlich müsste das noch genauso funktionieren. Ich lasse sie wie in 1. Okay, dann verkaufe ich das hier nämlich mal. Vita brauche ich dann auch nicht mehr. Schlechter halte ich mal noch fest. Dann mal einiger Pfeil kann verkauft werden. Oh, warte mal. Sagt aber auch keiner hier was, ne? Also, ich hab mal, ja genau, Titel. Ist aber auch nur wirklich gut fürs Very Early Game. Du meinst jetzt den Mönch, okay. Ups. Ups. An dem Knopf vorbeigerannt. Und jetzt sind da doch noch Untote. Na egal. Warte mal auf, wenn das jetzt mehr oder weniger ein Krampfmagier ist, der Schwattmagier, aber vielleicht soll ich den doch nach hinten holen. Nein! Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich keine Items eingekauft. Na, wobei Magie habe ich ja genug. Jetzt wieder. Ich fange doch an zu weinen. Ah, vielleicht soll ich mal mit dem Schmied Taka vorher reden, wa? Das ist der Eingang zu dem Miesremin, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Hallo, guter Mann. Ich würde gerne nach Kanan zurückkehren, aber wie du ja vielleicht weißt, versperrt seit dem Erdbeben ein Felsen das Nelftal. Mit meinem Luftschiff könnte ich den sicher zerbröseln. Allerdings müsste ich dazu erstmal den Bug mit Miesril verstärken. Ich soll euch was vor dem Bug knallen? Aber sicher doch, kein Problem. Erst recht, wenn es um Miesril geht. Also gut, dann wartet mal kurz. So, der Bug eures Schiffes wäre verstärkt. Aber nicht doch, nicht doch. Ihr braucht mir wirklich nicht zu danken. Ihr habt schließlich unser Dorf gerettet. Es war das Mindeste, was ich tun konnte. Taka hat den Bug von Zitz Luftschiff mit Miesril verstärkt. Du bist ein wahrer Held. Boah, was eine Knollnase. Brap. Bestens, dann rammen wir den ollen Felsen im Nelftal jetzt mal weg. Okay. Items.
So, weiter. Weiter im Text. Und volle Kraft voraus. Boom. Ja, dabei haben wir mal eben das Schiff vernichtet. Wuhu. Wow, was ein Ritt. Puh, das hätte auch ins Auge gehen können, was? Ihr habt echt Nerven aus Stahl. Ja. Wegen dir müssen wir jetzt laufen. Wieso baust du keine Luftschiffe, die über sowas hinwegfliegen können? Schatzi, ich bin zu Hause. Vielen Dank für alles, was ihr getan habt. Wenn ich mich irgendwie erkenntlich zeigen kann, dann lasst es mich einfach wissen. Ich hab's! Ich würde euch einfach ein neues Luftschiff bauen. Das könnt ihr auch sicher gebrauchen, oder? Aber wir sollten es etwas optimieren. Am besten sucht ihr mal König Argus auf, denn keiner weiß mehr über Luftschiffe als er. Ich dachte, du bist der Konstrukteur. Lasst euch jederzeit gern wieder hier blicken. Ihr werdet mir immer willkommen sein. Aber kommt nicht vor 17 Uhr! Gut, Argus Auge sei wachsam oder so ähnlich, ne? Oh je, Mine, in meiner Abwesenheit ist meine Frau schwer erkrankt. Wenn ich doch nur ein Elixier hätte, um ihr zu helfen. Halt durch, meine Liebe, halt durch. Köff, köff, ich habe kein Elixier. Mit dem Zauberwicht kann man sich nach Belieben schrumpfen und wieder zurückverwandeln. Leider habe ich mein letztes Exemplar bei einem jungen Vaganten namens Dash verkauft. Ein Reiser namens Dash kam neulich durch unsere Stadt, aber er ist bald weitergezogen. Dieser vermaledeite Rumtreiber Dash meinte, er müsste unbedingt etwas suchen gehen, aber vorher hat er meine Tochter Salina noch schnell das Herz gestohlen. Das Ergebnis? Tränen. Den ganzen Tag nichts als Tränen. Er sei froh, er hätte auch was da lassen können und dann wärst du noch weiter weg. Ne? Ich meine, wo ist dein Mann? Nur mal so gefragt, wo ist er? Siehst du? Da war auch so ein Dash bei dir, der hat aber was da gelassen. Ist echt einfach abgehauen, ja. Oh Dash, wie sehr ich dich vermisse. Warum musstest du nur zum Drachenberg ziehen? Der Berg ist gleich nebenan. Ich habe ihn gesehen. Aha. Warum haben hier eigentlich alle Geheimgänge? Ist das ja Minecraft? Aha. Juhu! Badetag! Klar, der Wasserfall hat mir wehgetan, das Logo. Elixier! Ich bin der Beste! Wer auch immer das da so verloren hat. Aua, aua! Schade. Guck mal, was ich habe. Und für 3 Millionen Gil gehört's dir. Den Göttern sei Dank, ich bin geheilt, ich bin geheilt! Nein, das ist nicht Outlast. Habe ich den Titel nicht geändert? Doch, jetzt habe ich mich ja mittlerweile geändert. Nee, ich habe gerade in Outlast eine neue PB gemacht und deshalb ist jetzt... habe ich die... Doch, Kategorie ist auch geändert. Titel ist geändert, Kategorie ist geändert. Bei mir zumindest. Ja, danke. Also bei mir ist alles geändert im OBS. Ich kann ja nochmal drüber Boah, OBS hat mich verarscht, warte.
So, jetzt aber. Bei mir hat nämlich alles geändert. Ich habe dann immer erst die Kategorie. Deshalb war ich nämlich so verwirrt, als ihr alle gesagt habt, ja, hier, das ist jetzt, ist doch nicht Outlast. Nee, aber direkt beim ersten Versuch, Gott sei Dank, die PB ein bisschen verbessert, um ein paar Sekunden, um 8 Sekunden irgendwas. Hab mich tierisch schon mal gefreut, mache ich nachher noch alles fertig. Und erstmal hallo Quaxo, ne, wie geht es dir? Wo geht's jetzt? Möge, bla bla bla, genau. So, jetzt steht schon ein zweites Mal in eurer Schuld. Wie kann ich das nur wieder gut machen? Weiß nicht, 3 Millionen Gilden, neues Luftschiff vielleicht. Ah, richtig. Zieht mal eine Kerze links vom Bett, die öffnet nämlich die Tür zu meinem Hangar. Vielleicht findet dort etwas, was ihr gebrauchen könnt. Ey, das ist so gruselig. Warum haben die alle Geheimgänge? Was? Wichtelbrot? Weil da immer Wichtelbrot ist. Das hat sich ja voll gelohnt. Dann jetzt zu diesem Drachenberg und vom Bahamut 1 auf die Mappe kriegen. Ah, okay. Da habe ich damals, als ich mal die NES-Fassung gespielt habe, aufgehört. Das war mir dann zu Gag-up. Oder es war mir zu schwer. Kann man sich jetzt aussuchen. Ach, Rostvogel. Ich habe Rotzvogel gelesen. Oh, ich denke schon, was ist ein Rotzvogel? Das wäre so typisch ich, oder? Oh je. Irgendwie leckt das ein bisschen, kann das? Warum Lost? Bis jetzt ist noch alles okay, würde ich sagen. Ero, warte mal, da fällt mir ein. Ein Hinterhalt von Ruck. Cooler. Gut, dass ich genug Geld habe, dass ich mir die ganzen Heil-Items hier kaufen konnte. Hallo, Schwester! Was? Lass mich los, lass mich los! Nicht so!
Ich will nicht das Bahamut-Futter ändern. Wie viele Eier legt der durchschnittliche Bahamut? Was ist das? Hey, ein Super Saiyajin, Gott Super Saiyajin. Na, sieh mal einer an. Selbst an den entlegensten Orten ist einem die wohlverdiente Ruhe wohl nicht vergönnt, was? Und dann wird man noch von, was auch noch von Idioten gestört, die so ungeschickt sind, sich von einem Drachen fangen zu lassen. Du nicht? Da sind wir ja wohl in besser Gesellschaft, oder? Kein Kommentar. Mein Name ist übrigens Dash. Ich bin Zigune. Jo. Leider ist das alles, an was ich mich erinnern kann. Irgendwas Dringendes hatte ich vor. Aber es will mir einfach nicht einfallen. Mein Gedächtnis ist wie ausgelöscht, nachdem ich dieses arme Mädchen da... Naja, ihr wisst schon was. Ja. Oh, und das sind wir eventuell gleich auch. Der Drache kommt nämlich zurück. Alle Mann in Deckung. Ja, wohin denn? Ein Drache greift aus der Luft an. Gegen den haben wir nicht den Hauch einer Chance. Da hilft nur eins. Fass aufmachen. Rennt, rennt um euer Leben. Ja, wohin denn? Man kann echt fliehen? Ich dachte, man, das ist so ein geskripteter Kampf, den man verlieren muss. Vielleicht habe ich das damals falsch gemacht. Puh, das war knapp. Wir sollten es aus dem Staub machen, solange wir können. Guter Plan. Wie konnten wir dem entkommen? Wir sind noch in seinem Horst. Hier, das überlasse ich euch. Ein Wichtzauber. Ich komme damit irgendwie nicht klar. Ihr könnt mich ja zum Dank ein wenig mit euch reisen lassen. Gern, wenn es das ist, was du willst. Schön, dann sind wir von jetzt am Partner. Auf gute Zusammenarbeit. Dash hat der Gruppe seinen Wichtzauber überlassen. Mit dem Wichtzauber wollte ich mich in die Mädchenumkleidekabine der Volleyballmannschaft einschleichen. Aber da habe ich festgestellt, dass die Tür unten der Spalt zu niedrig war. Da bin ich ja trotzdem mit meinem Wichtkopf gegengeknallt. Also dann, worauf warten wir? Runter geht's im freien Fall. Mir nach, Geronimo! Haben wir eigentlich Fallschirme? Fall was? Nee, die habe ich vergessen. Ach nee, komm schon. Ich dachte, da oben ist der Drachenberg und... Wie? Was? Wo? Was? Irgendwo hier muss dieses Wichteldorf sein, von dem ich in Kanal gehört habe. Man kommt allerdings nur rein, wenn man sich schrumpft. Im Heilwäldchen. Tag auch, ich komme aus dem Wichteldorf im Süden, um das wundersame Wasser hier zu schöpfen, du Wichser. Ihr könnt uns gerne mal besuchen, schrumpft euch aber vorher mit dem Zauberwicht, sonst müsst ihr uns später aus den Ritzen eurer Schuhsohlen kratzen. Jo, bis gleich. Warte mal, das ist mir zu blöd. Ich gehe doch... Ich geh doch nicht als Wichter runter, ich lass mich doch nicht verprügeln. Ups. Warte mal, vielleicht grind ich erst eine Runde hier. Weil wenn ich da schon ein Heilwäldchen hab, kann ich auch eine Runde grinden, oder? Ein bisschen overpowern ist doch nicht schlimm. Gerade dann, wenn man den Boost an hat.
schon wieder da? Da ging aber fix. Fällt mir ein, ich muss nachher mal meine Kaffeemaschine vielleicht noch sauber machen. Ich habe nämlich heute, es fangen wir anders an. Wir kamen irgendwie mal so darauf, wenn wir bei uns Geburtstage feiern, vor allem bei meinen Eltern, wo schon mal ein paar mehr Leute kommen, dass wir dann, wenn wir über die DeLonghi, die wir haben, diesen Kaffeevollautomaten, Kaffee machen, das dauert 100 Jahre. Gerade dann, wenn du einige hast, die auch nur schwarzen Kaffee wollen, sowas. Da bist du immer Ewigkeit mit dran. Und dann habe ich jetzt mal geguckt und es gibt tatsächlich so klitzekleine Kaffeekannen dafür. Das heißt klitzeklein, ne? Aber da passen 750 Milliliter rein. Und dann haben wir gesagt, da kannst du auf Vorrat machen, weil das spart auch Wasser unterm Strich. Weil du halt nicht immer diesen Spülvorgang hast zwischen zwei Tassen Wasser. Und jetzt habe ich dann zwei bestellt, eine für Mama, eine für mich. Und ich habe dann heute das erstmal getestet und das ist eigentlich richtig cool. Die Kaffeemaschine sagt sofort, mach das Wasser voll, achte darauf, dass genug Bohnen drin sind, weil wir mehrere Brühvorgänge machen. Und das ist jetzt kein Scheiß. Ich habe dann wirklich jetzt gesagt, ich möchte für vier Tassen, also kleine Tassen muss man jetzt dazu sagen, für vier Tassen haben. Und da macht er tatsächlich vier Ladungen. Der macht viermal mahlen, viermal brühen und viermal ausgießen in die Kanne. Und da passen bis zu sechs Tassen rein. Ich habe dann hinter mit so einer, nicht mit einem Pot, aber mit so einer etwas größeren Tasse, da habe ich dann zwei volle Tassen rausgekriegt, also zwei große Tassen. Das ist schon gar nicht so schlecht gewesen. Und deshalb fällt mir gerade ein, ich muss die Kaffeemaschine sauber machen, weil wenn ich mir dann vielleicht morgen oder so nochmal Käffchen damit mache, brauche ich natürlich wieder den Platz im, ja hier, also ich muss einmal die Kanne spülen, aber ich brauche dann halt auch den Platz in dem Auffangbehälter, weil das wird jetzt wahrscheinlich voll sein. Boah, ich hasse es immer. Ich meine, die ist schon leicht zu reinigen, aber ich hasse es, die zu reinigen. Obwohl es schnell geht, aber es ist trotzdem nervig. Ich glaube, jetzt ist das mit dem Leveln doch ein bisschen langatmig, trotz vierfachem Boost, ne? Welchen Level haben die denn? Berufsstufe 6? Ach da, Stufe 14. Ja, okay, komm. Mach Platz! Ja, ich weiß, dass ich schon wieder zu gut gelevelt bin. Aber why not? Schlumpfhausen. Die sind größer als ihre Buden. Weste gefunden. Feuerstab. Ich brauche ein Antidot. Okay. Hossa, das hat gut getan. Hatte mir wohl mit irgendwas den Magen verdorben. Keine Ahnung, ob ich es ohne euch überlebt hätte. Zum Dank will ich euch einen Geheimweg zum Miralka-Becken verraten. Geht einfach diese Treppe hier hinunter. Shelko offenbart der Gruppe seinen Geheimweg. Yay. Aber bevor ich ins Miralka-Becken gehe... Aber ich habe die Booster noch an, oder? Ich habe irgendwie gefühlt zu wenig Geld. Ja. Ruft eine detaillierte Karte auf. Oh! Nice. Ich nehme ein bisschen mehr von dem Lembas mit.
Upsi. Warte mal, vielleicht. Ich habe gerade noch eine andere bekloppte Idee. Ui, Vitra. Da. Weil ich nicht weiß, ob ich mich vielleicht in dem Dungeon wieder entwichteln kann, aber dann habe ich dafür habe ich die Magiepunkte gerade nicht. Nee, kann ich nicht. Okay, schade. Aber trotzdem, dann habe ich jetzt wenigstens alles wieder voll. Habe ich auch irgendwie fast mit gerechnet, dass das nicht geht. Hat ja voll Zwergenlala hier, ey. Klingt voll wie so ein Märchen, ey. Jetzt ist es noch ganz witzig, aber später nun. Ja, ich glaube. Das ist auch so ein Grund. Kann auch sein, dass ich damals bis dahin gespielt habe. Das ist nämlich auch so ein Grund, warum ich das Spiel, glaube ich, irgendwann auch für NES irgendwann nicht mehr weitergespielt habe, weil mir das einfach auch zu blöd war, dass du dich da halt wichteln musstest und sowas. Weißt du, eigentlich geht das ja gegen alle deine Instinkte in Zustandsveränderungen da rumzulaufen. Ich meine, das haben sie auf dem DS Remake besser gelöst, finde ich. Ne? Da war das, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Ich meine, da war das auch, aber ich fand das da alles erträglicher irgendwie. Aber gut, damals waren NES-Spiele halt so, ne? Wikingerhöhle, cool. Ja, ouch. Solange dieses Monster da draußen ist, kriege ich keine 10 Seepferdchen aus dem Bett. Wir sind Wikinger, die Herrscher der Meere, aber im Moment beherrschen wir nicht mehr uns selbst. Seit dem Erdbeben macht nämlich eine Seeschlange die Gewässer unsicher und hat unsere Flotte merklich dezimiert. Nur die Enterprise ist noch geblieben, aber uns fehlt leider der Mut, mit ihr in See zu stechen. Ein Wikinger auf dem Trockenen, das geht ja mal gar nicht. Dann will man wenigstens die Brandung in der Kehle spüren. Okay. Das Gebäude auf dem Kap ist der Nepto-Tempel. Fragt Opa, der kennt sich da besser aus. Wir wissen nicht, wie wir diesem Seedrachen Herr werden sollen. Selbst unser Häuptling ist ratlos. Okay. Was kann ich für euch tun? Hab ich schon, brauche ich nicht. Okay, hab ich alles. Wie vor allem ist ein Pokémon, sagst du? Ja, ich glaube, das ist ganz passend, wenn man sich das mal so überlegt. Ich bin übrigens noch parallel am Überlegen, was ich für Bits als Belohnung mache. Für Abos ist ja mittlerweile klar. Auch wenn das vielleicht nicht so aussieht, verstecke mich hier nicht. Ich warte nicht darauf, dass Opa sich endlich die Treppe rauf bequemt. Ja, dann nehme ich ja die Waffen von Ichiban. Aber für Bits habe ich noch nicht so richtig eine Idee. Weil so richtig Rüstung in, oder gibt's da Rüstungen? Ja, es gibt Rüstungen in, Like a Dragon, aber nicht so viel, ne? Na, vielleicht fällt mir was ein. Oder ich nehme andere Dinge, vielleicht nehme ich da, ne, weiß ich nicht, habe es gerade überlegt.
irgendwie was auch was mit dem Tojo-Clan zu tun, aber fällt mir jetzt gerade so nichts ein. Ich bin der älteste Wikinger, den ihr hier finden werdet, und ich weiß eine ganze Menge. Zum Beispiel, dass der Neptodrache eigentlich friedlich in dem Tempel schlummern sollte, den man zu seinen Ehren errichtet hat. Doch das große Erdbeben muss ihn verärgert haben, denn neuerdings versucht er ständig, uns den Hintern zu versohlen. Nimm halt was von woanders, ist dann auch eine bessere Mischung, das stimmt. Ich meine, der Hauptaugenmerk wird Like a Dragon sein, was Emotes und sowas angeht, weil das einfach, das bin hauptsächlich ich. Ich liebe Like a Dragon. Auch wenn ich halt momentan, ich bin nämlich auch am Überlegen, irgendwann mal mit euch mal die komplette Story von allen Teilen nur zu spielen. Also New Game Plus und dann wirklich hauptsächlich Story. Ne, und aber vielleicht mache ich was anderes. Gucken, ob ich Rüstung aus Final Fantasy dann nehme. Ich weiß es noch nicht. Ne, oder andere Spiele, keine Ahnung. Andere RPGs, ich liebe ja RPGs. Falls ihr unseren Häuptling sucht, der ist da vorne. Krümmt kein Enterhaken mehr. Ist wirklich zum Heulen. Es ist zwecklos. Wir sind diesem Seedrachen nicht gewachsen. Wenn ihr das Monstrum für uns aus der Welt schafft, soll die Enterprise euch gehören. Was meint ihr? Steckt bloß auf kein Schiff, wenn euch an euren Leben liegt. Sobald man das Kap erreicht, wird man von einem Drachen angegriffen. Das ist bestimmt der Neptodrache, für den man den Neptotempel errichtet hat. Die Enterprise ist noch seetüchtig, aber keiner traut sich mehr raus. Ist doch besser so. Man würde eh nur als Fischfutter enden. Ah, Futter! Wow, was ein Wichser! Okay. Das Geheimnis ist also der Neptotempel. Mach doch mal Platz, Junge. Eine Statue des Neptodrachen, der jedoch ein Auge fehlt. In der leeren Augenhöhle scheint es einen winzig kleinen Durchgang zu geben. Oh, leck mich doch am Arsch. Vielleicht passen wir ja da durch, wenn wir uns in Wichtel verwandeln. Ja, ich erinnere mich wieder, da war was. Bestens, alle geschrumpft. Dann kann es ja weitergehen. Die Gruppe klettert in die leere Augenhöhle der Drachenstatue. Muss ich hier auch Wichtel bleiben? Ja, ich habe ja eh nicht mehr genug Magie, ne? Ich
Ich meine, ist ja irgendwo schön, dass sie mit diesen Mechaniken so ein bisschen rumgespielt haben. Ne? Da will ich ja jetzt auch gar nicht kaputt reden. Aber ein bisschen nervig ist es auch. Links oder rechts? Rechts. Warte mal, da geht's weiter runter. Aber die Musik ist irgendwie süß, wenn du Wichtel bist. Ah ja, genau so war das mit den Shortcuts. Ich wollte mal eben gucken, weil ich wusste, es gab da irgendwie einen Panzerhelm. Cool. Und Panzerrüstung. Yay! Na Quatsch. Blutwurm, er wird immer besser. Na, schon wieder vergiftet. Ne Streifenhörnchen. Oh, was bist du für ein Vieh? Eine riesige Ratte. Jo, Quiek! Wer seid ihr? Ihr kriegt... Was ihr nicht kriegt, Funkeldings! Riesenratte. Mal gucken, vielleicht bringt es ja was, die zu vergiften.
Mein Gott, geh da nicht drauf, ey. Du bist nur so eine kleine Scheißratte. Wieso kannst du Feurer? Ne, für eine Ratte bist du schon ziemlich fett, groß, meine ich. Aber trotzdem, das ist ja mal, geht ja mal auf gar keine Kuhhaut hier mit dir. Auf damit. Ein Arktiswind habe ich noch. Boah, du musst aber endlich die Schnauze voll haben. Hör auf, ey. Boah, endlich. Ich wollte gerade sagen, mir gehen nämlich auch langsam die MP aus. Das Nepto-Auge erhalten. Yay! Wenn ein Wicht zuschlägt, dann kitzelt das kaum. Anders sieht es allerdings mit Schwarzmagie-Zaubern aus. Die tun genauso wie sonst auch. Ja, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich glaube, ich mache mal eben die Zufallskämpfe aus, weil ich habe nicht mehr genug MP, das wird sonst nichts. Was heißt wird sonst nichts, aber wird sonst ein bisschen assi. Jetzt können sie auch wieder an. Auf dass der Drache wieder sehen möge. Die Gruppe setzt das Auge an seinen angestammten Platz zurück. Ich bin der Neptodrache, Hüter der Meere. Dafür, dass ihr mir mein fehlendes Auge zurückgebracht habt, möchte ich euch danken. Das Auge ist nicht bloß ein Juwel, es ist meine Seele. Ohne sie verliert meine physische Form die Kontrolle über sich selbst. Drum sollt ihr dies zum Danke haben. Ich überreiche euch den Zahn des Wassers. Möge er eure Feinde mit wogenden Kräften hinfortspülen. Den Zahn des Wassers vom Neptodrachen erhalten. Yay! Wisset ihr doch, dass das Wasser sein Licht eingebüßt hat. Etwas ließ die Erde erzittern und zog das Licht des Wassers in finstere Tiefen. Es liegt an euch, dieses Licht zurückzuholen. Möge euch Glück beschieden sein, tapfere Krieger. Der Neptodrache verfällt in einen tiefen Schlummer. Bestens, alle geschrumpft, ja. Dann kannst du ja weitergehen. Nein, ich will. Wieso bin ich da schon wieder drin? Ich wollte doch gar nicht da rein. Das Schlimmste ist, ich habe keine MP mehr dafür. Haha, ich lauf bestimmt. Nee. Ich lasse mich bestimmt nicht auf meinem Weg hier verprügeln. Ja, bumm, das muss ich euch lassen. Ja. Junge, Junge, ihr seid echt stark. Helden, wie sie im Buche stehen. Also gut, ich stehe zu meinem Wort. Die Enterprise gehört euch. Thank you.
war klar, dass das ist. Habe ich denn irgendwas Wertvolles? Ja. Mein Gott. Ich habe nur einen Hammer, ne? Ja, schade. Egal, kommen. Ich habe ja genug Geld, dann gehen die nochmal pennen, dann habe ich wenigstens die MP wieder voll. Habe ich die jetzt an oder ausgemacht? Jetzt sind sie wieder an, okay. Boah. Starrer Blick, ey. Schloss Argus, okay. Argus Auge sei wachsam. Warte mal. Okay. Ich bin der König. Aha. Gar nicht gesehen, hat die, gerade beim Hochkommen nicht gesehen, dass die goldfarben ist. Tja. Ich glaube, der Hof muss insolvent anmelden. Insolvenz meine ich. Okay, das Wichtelbrot hat ja mal voll keinen Sinn mehr, merke ich gerade. Also mal gucken. Ja, da ergeben sich jetzt einige Optionen, wo ich hin kann. Die Frage ist nur, wohin muss ich?
Ah, warte mal, da unten ist ja auch noch eine Stadt. Am Rand der Wüste. Die habe ich gerade gar nicht gesehen, als ich das erste Mal auf die Karte geguckt habe. Einsiedlerkrebs, eher wie so ein Einsiedlerkrebs-Dämon, oder? Doch cool. Ach, ich flehe euch an. Ich habe euch nichts mehr zu geben. Was? Bitte, lass mir wenigstens mein Leben. Oh, wenn du meinst. War Gades hier? Also, der hat gerade gesagt, hütet ein Dings in der... Okay. Also hier Luftschifftechnik, ne Argus. Hurra, wir haben ein Schiff, jetzt können wir die weite Welt hinaus segeln. Neue Häfen, neue Miezen. Hab ich das laut gesagt? Genau, das da. Ne, König Argus hütet angeblich ein Geheimnis der Luftschifftechnik, habe ich in Kanan gehört. Ich bitte euch, verschont wenigstens mein Kind. Wie, ihr gehört nicht zu den Plünderern? Verzeiht, ich dachte, diese Schurken wären noch einmal zurückgekommen. Sie haben meinen Mann entführt und die Wüste im Westen geschleppt. Die Soldaten trugen das Wappen von Argus. Hoffentlich ist mein Mann noch am Leben. Ich bete jede Sekunde für ihn. In der Wüste im Westen haust ein Dämon. Ich habe ihn selbst gesehen. Ein Baum. Ein wandelnder Baum. Baumbart. Die Soldaten, die unser Dorf angegriffen haben, ließen ein Banner zurück. Es zeigt das Wappen von Argus. König Argus ist hier eingefallen? Weit im Westen von hier, jenseits der Wüste, gibt es ein Dorf, dessen verschrobene Bewohner sagen, dass sie vom Volk der Alten abstammen würden. Oh, cool, Aris. Dies ist das Haus des Ältesten von Tokhul. Ich bitte euch, schenkt ihm Gehör. Na gut. Hallo Rotbart. Willkommen, Fremde. Ich bin der Älteste dieses Dorfes. Nach dem großen Erdbeben kamen Soldaten aus der Wüste im Westen. Sie nahmen die jungen Leute mit und raubten unsere Vorräte. Was soll jetzt nur aus uns werden? Schreckliche Zeiten sind dies. Hinter dem Kamin liegt eine verborgene Kammer. Wir haben dort unsere Ausrüstung gelagert, aber zum Kämpfen sind wir zu schwach. Nehmt euch, was ihr gebrauchen könnt und rettet unser Dorf. Yay! Ein Karateanzug, yay. Das war's, kennt ihr sonst nichts? Machen? Okay, tolles Dorf. Ein fliegendes Fellknäuel. So nice. Süß. Wir sind Nachkommen des Volks der Alten, einer hochentwickelten Zivilisation aus vergangenen Tagen. Heute leben wir einfach und bescheiden im Einklang mit der Natur. Wenn ihr den ganzen Kontinent auf dem Rücken eines Schokobos umrundet, dann gebe ich euch einen Preis. Na, was sagt ihr dazu?
Die Musik hat ja aber zum Einschlafen, oder? Licht und Dunkelheit besitzen ein Bewusstsein. Wenn die Welt aus den Fugen gerät, dann rufen sie vier Krieger herbei, denen sie ihre Kraft vermachen, okay? So war es bei den Kriegern der Dunkelheit, die die Welt von der Lichtflut befreiten. Und so ist es bei euch, den Kriegern des Lichts. Wisst um die Bürde eurer Gabe und missbraucht sie nicht, okay? Wir leben bloß nach einem Prinzip. Man muss sich dem Willen des Schicksals beugen. Es ist zwecklos, sich ihm zu widersetzen. Da helfen auch die tollsten Erfindungen nichts. Ja. Tolle Message hier, George. Sicht. Die habe ich schon. Buch brauche ich nicht. Ups. Was die Inundation des Lichts, eine Lichtflut katastrophalen Ausmaßes, wurde vom Volk der Alten herbeigeführt. Ja, schöne Scheiße habt ihr da gebaut. Unsere Vorväter machten die Kraft des Lichts mit Hilfe der Kristalle nutzbar, konnten die Energie aber schlussendlich nicht bändigen. Eines Tages geriet das Licht außer Kontrolle und brachte Vernichtung über die Welt. Vier Krieger der Dunkelheit erschienen und stellten das Gleichgewicht wieder her, doch das Volk der Alten hatte einen hohen Preis gezahlt. Die wenigen Überlebenden, die verblieben, ließen sich auf diesem Kontinent nieder. Dieser Kontinent schwebt in der Luft. Unglaublich, findet ihr nicht auch? Das Volk der Alten hat dieses Wunder mit dem Turm des Owen vollbracht. Cool. Oh, wie ist das schön. Ja, ich hasse das hier mit dem Diagonal. Oh, stehen wir, genau. Ach, scheiße. Wo ist das normale Geschäft? Okay. Scheiße, ich dachte, also, ich bin jetzt nochmal hier rein, weil ich dachte, da gibt's Gieserkraut vielleicht, weil ich dachte, jetzt eben mit dem Schokobo machen wollte. Boah, leck doch am Arsch. Ja, war klar. Was? Hab dich, Chocobo? Okay, ne? Ja, das war ja einfach, ein Chocobo zu fangen.
Ihr habt es tatsächlich geschafft. Herzlichen Glückwunsch zur Weltumrundung auf einem Schokobo. Hier ist euer Preis, wie versprochen. Ein Wichtelbrot. Ich bin um diesen verschissenen Kontinent geritten. Für ein verkacktes Wichtelbrot. Junge. Ey, ich schwöre, ich schmeiß dich vom Kontinent. Lebender Wald. Der Hexer, der den ältesten Baum entführt hat, kann seinen Schwachpunkt wechseln. Wer seine Schwäche nicht zu erkennen vermag, dürfte Schwierigkeiten haben, ihn zu besiegen. Dieser Wald an sich lebt. Hein hat den ältesten Baum in ein Schloss umfunktioniert und lässt ihn durch die Wüste wandern. Ihr müsst etwas dagegen unternehmen. Hein beherrscht den Barrierenwechsel. Aua, damit kann er seinen Schwachpunkt ändern. Wenn der Ältestenbaum nicht zurückkehrt, wird alles hier verwelken. Dann herrscht nur noch Tod. Wir sind die Feen dieses Waldes. Die Bäume sind in großer Trauer. Dieser Wald würde für 10.000 friedliche Jahre vom Ältestenbaum regiert. Doch ein Hexer hat ihn verflucht und irgendwohin mitgenommen. Hein, der königliche Ratgeber von Schloss Argus hat den Ältestenbaum mit einem Fluch belegt. Ja, toll. Und nu? Jetzt bin ich lost. Also ich weiß grob, was ich machen muss. Ich weiß gerade nur nicht richtig, wo ich suchen soll. Das ist halt das Problem, was ich habe. Ich muss in den Baum. Ich muss Heim besiegen. Das da oben ist der Turm Owens. Da unten war noch eine Stadt. Da käme ich mit dem Schiff hin. Da ganz rechts. Was riecht nach Schokobo? Das wird mir wahrscheinlich. Boah, ist das lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Auch das Remake. Nein, jetzt ein anderes Schloss. Und das Edmurel trinkt wieder fleißig Kakao. Ich krieg grad Bock auf Kaffee.
Okay, so viel zu der Theorie. Ich muss also hier bleiben. Das hier ist Owens Turm wahrscheinlich, oder? Ja. Zauberhörnchen, pass auf, ich krieg bestimmt auf den Maul. Nee. Aber ich komme wahrscheinlich immer nicht weiter, weil ich da, glaube ich, Frosch sein muss, oder? Irgendwie habe ich nämlich aus dem Remake was in Erinnerung, dass man irgendwann irgendwo ein verfickter Frosch sein muss. Dann mal auf Tauchstation, Leute. Und wie, wenn ich fragen darf? Wir müssen schon Frösche sein oder so, ja. Also da komme ich noch nicht weiter. Dann bleibt ja eigentlich nur das Schloss Argus, dann bleibt ja eigentlich nur die Höhle da. Klamm der Gul'gana. Dies ist der Klamm der Gul'gana. Wir werden blind geboren, doch dafür können wir in die Zukunft sehen. Der Windkristall erwählte euch zu Kriegern des Lichts. Doch noch seid ihr nicht stark genug, um die Dunkelheit zu bezwingen. Ihr müsst auch die Kristalle des Feuers, des Wassers und der Erde ausfindig machen. Das große Erdbeben war nur ein Vorbote des Kommenden. Es mag das Licht der Welt verschluckt und abscheuliche Kreaturen hervorgebracht haben. Doch im Vergleich zu dem, was uns erwartet, ist all das nichtig. Die Zukunft ist hell und dunkel zugleich. Es ist alles im Fluss. Der lebende Wald, er ruft nach euch. Die Zukunft ist hell und dunkel zugleich. Es ist alles im Fluss, okay? Wir leben verborgen in dieser Klamm. Es ist besser, die Menschen kennen ihr Schicksal nicht. Den meisten bringt das Wissen darum nichts als Unglück. Wenn der Turm rote Flammen spuckt und zusammenfällt, wird der Mann erwachen, der das Schicksal ändert. Ich spüre den Feuerkristall auf der Insel der Zwerge. Die Kraft der Erde hat die übrigen drei Quellen des Lichts gebannt. Vielleicht geschah mit dem Erdkristall ja etwas ganz Ähnliches. Ich habe euch bereits erwartet. Nehmt diesen Zauber und betretet damit den Turm des Owen nördlich von hier. Dein Schicksal wird dich dort erwarten, Dash. Ribbit, ribbit. Ah, toll. Oh, cool.
Chocobo! Ist das lächerlich. Wir sind jetzt alle Frösche. Weiter geht's. Ja, toll. Kann ich mich jetzt wieder entfroschen? Willkommen im Turm des Owen, eurer letzten Ruhestätte. Irgendwie kommt mir das hier alles bekannt vor. Habe ich Echokraut? Na doch, da. Ich wollte sagen, natürlich nicht. Davis muss gleich erstmal geheilt werden. Davis erstmal heilen. Ich erinnere mich wieder. Ich bin vom Volk der Alten. Türfinger halt mal, da dann. Ein filigranes Schwert mit einer nadelfeinen Spitze, okay. Eure Seelen werden auf ewig durch diese Hallen wandern. Ich kann mich wieder erinnern. Es gibt einen Geheimgang im vierten Stock, 7 Schritte entfernt von der linken Wand. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh je, ein Hinterhalt. Uiuiuiui. Wie viel Stockwerke hat denn dieser Scheißturm, ey? Bombensplitter, cool. Was macht Bombensplitter? Mein Gott, ey, das leckt teilweise. Wirkt Feuer, okay, haben wir schon fast gedacht, aber ich war mir nicht sicher. Boah, schon wieder ein Angriff von hinten. Wie viel Pech wollen sie haben? Ja.
zweimal hintereinander, ey. Aber was heißt hintereinander? Aber zweimal innerhalb kürzester Zeit. Bin ich bald mal oben. Na, aber guck mal, schon Level 21, ist doch nicht schlecht. Feuerklinge? Flammenpanzer. Ach, hab ich schon. Zeus Zorn, cool. Oh, wer bist du denn? Ich, Medusa, werde auf Befehl meines Herrn Xande diesen Turm zerstören und den Kontinent abstürzen lassen. Wer mir dabei in die Quere kommt, muss sterben. Mann, bist du hässlich. Eigentlich kann ich nicht mehr ganz so viel HP haben, oder? Ah, guck mal. Die Flammen lodern wild. Die Vorrichtung wirkt, als könnte sie jeden Moment explodieren. Halt, keinen Schritt näher. Ich kann mich endlich wieder erinnern. Ich bin ein Nachfahre des Volks der Alten und der Wächter dieses Turms. Eine Ewigkeit hatte ich geschlafen, um zu erwachen, wenn der Turm in Gefahr wäre. Anscheinend hat mein Gedächtnis jedoch etwas länger gebraucht, um sich den Schlaf aus den Augen zu reiben. Die Lage ist äußerst ernst. Eventuell lässt sich der Schaden noch beheben, aber dazu muss ich in den Reaktor springen und ihn von innen reparieren. Gelingt mir das nicht, verliert der schwebende Kontinent seine Antriebskraft und stürzt ab. Also lass jetzt wohl Abschied nehmen. Ich danke euch für alles, was ihr für mich getan habt. Nein, Dash, tu es nicht, das überlebst du nicht. Es ist mir vom Schicksal auferlegt. Ich werde mit den Apparaten im Inneren den Mahlstrom deaktivieren. Dann könnt ihr zur Insel der Zwerge fahren und euch die Kraft des Feuers holen. Sobald ich unten bin, teleportiere ich euch aus dem Turm. Lebt wohl. Und jetzt rein in die gute Stube. Juhu! An der Kette hängt, macht er noch den hier. Dash! Natürlich habe ich das Schiff irgendwo da unten gelassen. Ich sollte mal irgendwie gucken, dass ich irgendwo Schlafsäcke oder Hütten oder irgendwie sowas kaufen kann. Das wäre echt geil.
Das würde auch helfen. Ah ja, Zwergenschlotte, erstes Untergeschoss. Hey ho! Hey ho! Hey ho! Hey ho, ihr müsst unser Horn zurückbringen. Der Dämon Gutsko hat es an sich gerissen und ist damit im unterirdischen See abgetaucht. Die zwei Hörner des Eises sind unser größter Schatz. Sie zu stehlen ist ein großer Frevel, absolut unentschuldbar. Okay. Ups, falsch. Wenn man der äußeren Grenze nach Osten folgt, gelangt man zu einem abgelegenen Dorf namens Giza. Ah ja. Naja, in Giza war ich ja. So. Ups. Aber dass ich immer noch keine Hütten oder so einen Quatsch kaufen kann. Gab es die überhaupt im Spiel? Weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Oh, nicht schon wieder. Bah. Na, toll. Toll, mega, geil. Hier geht es nicht. Hier kann ich mich nicht entfroschen. So eine Scheiße. Oh, cool, cool. Und dann noch sowas wie Manticore. Oh, nein. Nee, 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 Leute. Das kann nicht euer Ernst sein. Ich mach die Zufallskämpfe hier aus. Ah, da geht's. Jetzt kann ich mich entfroschen, okay. Na toll, paralysiert. Guten Tag. Kein Schritt näher. Ich rück dieses Horn nicht mehr raus. Euer Leichtsinn wird euer Tod sein. Okay.
ist das schön, wenn man da so durchpreschen kann. Ich muss jetzt nur ein bisschen aufpassen mit den HP, wenn er nochmal irgendwie zaubern sollte, aber ansonsten... Na, guck mal, war da kein Gegner. Ist doch schön. Überlevelt sein ist toll. Boah, guck mal. Level-Ups. Level-Ups sind toll. Das Horn des Eises erhalten. Juhu! Achso, ich dachte, da wäre auch noch ein Geheimgang. Ich wollte dann nur eben langlatschen, aber nö. Achso, ich denke gerade... Ja. Mir rennt das Horn des Eises hinterher. Och nö. Autsch. Aua. Also die Truhen habe ich alle mitgenommen, okay. Grüß dich, Möwe, alles gut bei dir? Die letzte Nachtschicht vorm Urlaub gut rumgekriegt? Gib mal Admiral-X ein, ich weiß nicht mehr, wie der Command genau war. Ah, okay, war ja doch so. Moin, Frau Möwe. Mein Gott, die ganze Family hier vereint. Finde ich cool. Ich muss jetzt aber erstmal zweimal hingucken. Immer wenn da Möwe auftaucht, muss ich erstmal gucken, was da der Präfix ist. Ob SVW oder Frau. Ne, für FF3 habe ich leider noch keinen Command. Ne, ich glaube, ich habe für Final Fantasy gar keine Commands, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Boah, scheiße, ich habe mich so lange nicht mehr mit meinem eigenen Command gefasst. Heute Doppelpack. Finde ich lustig, finde ich cool. Das klingt jetzt gemein, wenn ich das so sage, aber ich könnte mir definitiv Schlimmeres vorstellen. Was mein Mod den ganzen Tag macht, Kakao trinken und auf einer Bezahlung beharren. Habe ich jetzt auch nicht laut gesagt. Ich weiß auch gar nicht, ob die gerade noch da ist oder ins Futterkoma gefallen ist. Um ehrlich zu sein. Also bis Graf war die noch da und hat hin und wieder mal was abgesondert. Ja, das klingt gemein, wenn ich das so sage. Autsch, irgendwas, eine unsichtbare Wand oder so. Ja und? Mein Gott, nehmt euer Horn. Ihr habt unser Horn zurückgeholt? Vielen Dank. Wird ihr so gütig, es zu dem anderen zurück auf den Altar zu legen? Ja, wenn du die Tür aufmachst oder die unsichtbare Wand weg? Warte, ich heb die Barriere für euch auf. Das ist sehr liebensgewürzig. Genau, die Möwe hat immer die besten Ideen. So sieht es aus. Jetzt kommt ihr durch. Legt das Horn zurück auf den Altar. Na gut. So. Was? Hey ho, das ist er in der Tat. Jetzt gibt's drei Hörner. Zwei vor mir, eins hinter mir. Muss ich einen Nachttod sterben? Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? Also, ich muss aber zugeben, die Ideen, die der hier schon so hatte, die sind echt gut.
Ich hatte mich als euer Schatten getarnt. Ich bin euch gefolgt. Was seid ihr doch für Narren? Jetzt gehören beide Hörner mir. Ach so. Und es sind nicht bloß irgendwelche Hörner, sondern Hörner des Eises. Sie werden mir den Weg durch die Flammen ebnen, den Weg zum Feuerkristall. Seine Kraft ist es, die ich mir einverleiben will. Okay, cool. Hey, warte auf mich, George. Ich will mit. Gutsko ist bestimmt zu dem Berg im Norden getürmt. Ich bitte euch, holt die zwei Hörner zurück. Okay, aber erst gehe ich eine Runde pennen. Ich glaube, den Feuerkristall bis dahin machen wir noch und dann mache ich Schluss für heute, weil ich... Hat sich ja alles ein bisschen nach hinten verzögert, aber ich wollte eigentlich nicht ganz so lange heute und jetzt bin ich schon eigentlich über dem geplanten Zeitraum hinweg. Das leckt total, ey. Die machen da manchmal Sprünge. Süßes Seepferdchen. Aber kann ich gleich noch alles vorbereiten für YouTube und Upload meiner neuen PB in Outlast. Was macht der Wald hier? Hä? Da bin ich denn hier mitten auf der Insel im Nirgendwo mit dem Chocobo-Wald. Macht doch gar keinen Sinn hier. Oh, cool. Antarktis-Winterhalt, das ist gut. Ah, das gibt wieder... Hä? Kein Terrarschaden? Okay. Nehme ich dankbar an. Ich hätte jetzt aber echt gedacht, dass er die ganze Zeit jetzt der Bildschirm flackern wird, weil ich Terrarschaden nehme. Oh, was ist das denn für ein süßer Emote? Mega-Mlap. Was ich morgen streame? Nee, keine Ahnung. Entweder machen wir hier weiter oder Rise of the Ronin weiter. Oder Sea of Stars. Ich habe null Plan, um ehrlich zu sein. Kann ich wirklich nicht sagen. Wahrscheinlich ist die Tendenz Sea of Stars oder hier. Ob ich, wenn ich irgendwo drüber stolper, irgendwas, was lustig ist, ob ich ein, zwei Reactions mache oder so. Null Plan, wie gesagt. Ach, der ist aber auch süß. Hype, hey. Oder Hype, hey. Das ist süß. Scheiße, es hat mir mein... Die ist jetzt am Pennen. Da hinten ist schon wieder nach Mitternacht, jetzt ist 1 Uhr morgens. Meine australische Bekannte, da habe ich vergessen nachzufragen, ob die sich mal, aber die wollte viel Fahrrad fahren, ob die sich Gedanken gemacht hat, was die haben möchte für Emotes, wenn sie mir da welche kreiert. Shit. Weil jetzt ist ja so ein bisschen, ich meine, ich muss erstmal die Durchschnittszuschauerzahl schaffen, da bin ich ja weit unter den 3,0, die ich brauche. Ich habe 1, irgendwas, 1,57 oder so im Schnitt. Aber wenn ich das erfüllt habe, dann will ich Affiliate machen und dafür bin ich jetzt in der Vorbereitung mit Emotes und sowas. Ein paar andere Sachen, das werde ich irgendwann mal so nebenbei machen. Morgen fahren wir ins Bergtrollländle. Ja, wollte gerade sagen, hattest ja bei Zeddy erwähnt und deine Frau hat das gestern auch nochmal erwähnt gehabt. Grüßt den Oger oder den Bergtroll von mir, wenn ihr ihn seht. Dann grüßt ihn auf jeden Fall von mir. Achso, wenn ihr ihn seht. Entschuldigung, ich habe jetzt gerade nur im Augenwinkel. Ich habe jetzt statt wenn, habe ich werdet gelesen. Mein Fehler. Weil ich es gerade nur so ganz schnell überflogen habe. Ja, wenn ihr ihn seht, lasst mal ein Hallo da.
Ne? Aber da kann ich mich auf euch ja verlassen, dass ihr das macht. Das ist ja nicht das Thema. Goldnadel. Scheiße, warum nicht Feuer? Warum nicht Feuer im Vulkan, nicht blöd, Heino? Ja, ich komme zum ZFM. Ich hab, ich kann leider nicht die ganze Woche da sein. Ich kann erst freitags nach der Arbeit anreisen. Ich komme also, ich mache um 12 Uhr, 12.30 Uhr mache ich Feierabend. Fahre dann direkt, also ich werde dann schon Tasche, alles im Auto haben. Ich fahre dann quasi von der Arbeit aus sofort Richtung Göttingen. Werde dann wahrscheinlich irgendwann am Nachmittag da aufschlagen. Und dann Sonntag abhauen. Ich muss noch mein Chef hat jetzt 3 Wochen frei, aber ich werde noch vorher sehen. Wir werden nochmal anhauen, ob ich am 23. auch nochmal frei haben kann den Tag, weil dann kann ich Sonntag bis abends spät bleiben. Und dann irgendwann in der Nacht nach Hause fahren quasi. Oder spät abends. Ne, aber ich werde da sein. Ich gucke jetzt schon regelmäßig immer, wann ich Tickets dafür kaufen kann. Zimmer schon gebucht. Ja, aber ich freue mich schon. Dann, wenn ihr am Wochenende auch da seid, dann können wir mal einen Schnack halten zusammen. Da freue ich mich schon drauf. Zum Klassentreffen, das passt. Ich hatte sogar erst überlegt, das habe ich aber ganz schnell wieder ad acta gelegt, als da der Aufruf kam, man könnte ja hier Runs einreichen, habe ich erst überlegt, ob ich, ich sage keine WR-Pace, die ich habe, aber ob ich einen Outlast-Run einreiche und dann sage ich, kann aber erst am Samstag teilnehmen und da zeigen. Aber weil ich da regelmäßig noch so viel Scheiße baue und keine für bestimmte Stellen keine Safety-Strat habe, habe ich da mal ganz schnell von wieder abgesehen. Aber den blöden Gedankengang hatte ich erst. Ja, nein, mach ich nicht. Dafür müsste ich erst eine Safety-Strat für ein, zwei Stellen ausknobeln, vielleicht beim nächsten ZFM. Wenn ich dann auch ein bisschen mehr Übung habe und ein bisschen sicherer an einigen Stellen bin, wo ich noch gerne Scheiße baue. Aber habt ihr, glaube ich, gerade gar nicht mitbekommen, aber als Quaxo gerade da war, heute habe ich nämlich mit Outlast angefangen. Und habe meine PB nochmal um 8 Sekunden irgendwas verbessert. Ich hoffe mal, die nehmen den Run, weil ich habe zwischendurch versehentlich einmal das Spiel minimiert, aber sofort wieder angezeigt. Also ich hoffe mal, dass die mir da jetzt keinen Strick draus drehen beim Submitten. Aber werde ich gleich hochladen, dann habe ich jetzt eine neue PB. Und ich habe wieder viel Zeit liegen lassen zwischendurch, also ich könnte noch besser sein. Scheiße, ich muss unbedingt mal gleich heilen. Ich vergesse das ständig. Krokotta, jetzt habe ich Bock auf Kroketten. Yay, Feuerkristall! Die Kraft des Feuerkristalls lodert nun in mir. Ich bin stärker denn je. Cool. Aber vollends wird sie sich nur entfalten, wenn ich euch, die Krieger des Lichts, besiege. Auf meinem Mist ist das nicht gewachsen. Also nehmt's mir nicht übel. Alles klar? Was? Kuzco hat sich die Kräfte des Feuerkristalls einverleibt und ist so stark wie nie zuvor. Siegessicher greift er die Gruppe an. Wow! Mann, bist du hässlich.
Erinnert mich an irgendeinen Disney-Film. Ach Quatsch. Oder lernen solche Perlen wie Bibi und Tina für PC? Ja klar. Kann ich das auch sein lassen? Bibi und Tina. Scheiße, wegen dir habe ich jetzt einen Ohrwurm, danke. Nein, muss mich zurückhalten, will das nicht singen. Mm-mm. Ja, genau. Ja, mach es noch schlimmer. Mach es schlimmer. Nein, nein. Ups. Jetzt macht sie auch noch mit. Ich dachte wenigstens, die Frau ist auf meiner Seite. Scheiße. Oh Gott, ich habe einen Ohrwurm. Ich habe so einen Ohrwurm. Oh Gott. Die Melodie will ich aus dem Kopf, ey. Ja, okay, okay, ich hab's vergessen. Warte mal. Du musst überleben. Du musst überleben. Das Schlimmste ist, ich mag ja auch so ein Zeug, weißt du? Das, ich sag immer, ich hab keinen Bock, erwachsen zu werden. Auf sowas stehe ich total. Macht mir auch immer Spaß, sowas zu hören. Und ganz ehrlich, das ist mir neulich mal passiert. Ich weiß nicht, was ich machen wollte. Ich mache hier den Fernseher an, ZDF war drauf. Und was lief? Bibi und Tina. Ich habe irgendwie vergessen, was ich machen wollte. Ich habe mir tatsächlich die halbe Folge Bibi und Tina angeguckt. Weil sie Freunde sind oder weil sie Freunde... Nee, weil sie Freunde sind, genau. Weil ich gerade überlegen, weil sie Freunde oder Freundinnen sind. Krieger des Lichts. Die Kraft des Lichts, die dem Feuer innewohnt, will ich euch vermachen. Cool, Erbe. Aber da fällt Erbschaftssteuer drauf an. Keine Lust, kannst deine Scheiße behalten. Der Feuerkristall schenkt der Gruppe sein Licht. Oh Gott! Nein, das... Als ich noch mit meiner Ex-Freundin zusammen war, habe ich das Lied immer gehört, wenn ich... Da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Wenn ich mit dem Auto zurückgefahren bin, von ihr nach Hause... Und da habe ich tatsächlich immer Nessaya gehört und warte mal. Nee, das ist falsch. Falsche App. Na komm, ich will was zeigen. Geh auf. Moment, ich hatte mal eben die Kamera und ich habe das gesamte Album auf dem Handy. Tabaluga und die Reise zur Vernunft. Jungs gegen Mädchen, nein, Mädchen gegen Jungs. Nee, das sagt mir jetzt gerade null. Boah. Ach, scheiße, jetzt habe ich gerade Bock. Ich kann ja nicht singen. Ich kann ja gar nicht singen. Ne, ich wollte nie erwachsen sein, habe immer mich zur Wehr gesetzt. Von außen wurde ich hart wie Stein. Doch hat man mich oft verletzt. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Scheiße, ich habe den Text vergessen. Ich konnte immer auswendig. Alle drei Strophen konnte ich auswendig. Ich habe nämlich jedes Mal mitgesungen. Berufe Waldläufer, Ritter, Dieb und Gelehrter stehen neu zur Verfügung. Geil. Was ist der Unterschied? Was kann was? Ich muss erstmal rausfinden, was kann. Die anderen wechseln noch nicht, weil ich nicht weiß, was das kann.
Was schlichter zwischen Schatten und Gleißen, gibt der Welt ihre Hoffnung zurück. Was, du kannst mich heilen? Ah, na komm. Aber dann mache ich jetzt meine Drohung wahr. Ich habe ja gesagt, ich mache nur bis zum Feuerkristall. Und das habe ich jetzt gemacht und dann mache ich jetzt heute Schluss, mache ich Feierabend. Aber wegen euch habe ich jetzt Ohrwürmer. Eins weiß ich irgendwann, das habe ich mal vor Wochen schon mal angekündigt, wollte ich mal sowas wie Karaoke machen, ne, weil ich ja, Möwe, du wirst dich erinnern, ne, bei Like a Dragon habe ich ja, wenn ich da Karaoke gemacht habe, habe ich ja immer, naja, beim nächsten Mal, vielleicht morgen, wenn ich sonst nicht mehr viel weiß, wenn ich morgen mal so gar keinen Bock habe. Sonntags sind traditionell auch nicht so viele dabei, das ist ja nicht so peinlich. Aber da habe ich immer Baka Mitai mitgesungen, so krumm und schräg. Und vielleicht mache ich ja morgen dann mal Baka Mitai, Machine Gun Kiss, vielleicht auch mal Dark Ocean Summoning oder Herald of Darkness. Aber mal gucken. Okay. Und vielleicht übe ich auch nochmal den Text von Nessaya. Oh Gott, was habe ich mir jetzt da eingebrockt? Erst denken, dann reden. Na egal, zu spät. Gut, schön, dass ihr dabei wart, ne? Genau, morgen fahrt ihr ja in Schwabenländle. Fahrt auf jeden Fall vorsichtig. Ne, kommt gut da an. Habt viel Spaß da im Urlaub. Und genau, ne, habt einen wundervollen Restsamstag. Und ja, nochmal danke, dass ihr dabei wart. Ne? Haut rein, macht es gut. Winke, winke, bye bye und tschüss.